ich sie dann auf jeden Fall reingehen. Vier du musst die aber wählen, sonst bringen wir das nicht. Ihr müsst die Zone rotieren. Und wir müssen die wählen. Und wir haben halt in der Plan wurde rum. Wir wollten eigentlich, dass die gegenseitig wählen. Guck mal, die wird die beiden wählen. Ja, hab ich auch mitgekriegt. Deswegen werden die jetzt auf uns gehen. Aber ihr müsst safe bei der Stimme bleiben, weil dann habt ihr zwei und spielen gegen uns. Dann können wir die rauskicken. Papa Aldert wollte eigentlich nie zweimal den selben wählen, aber er meinte. Lasst euch nicht belabern, ne? Wollte ich dir nur noch mal gesagt haben. Hm? Lasst euch nicht so belabern. Ich habe gerade mitbekommen, dass deine Frau gerade schon sehr belabert wurde. Wegen was? Wegen Nominierung. Okay. Macht das, was ihr für richtig haltet. Mehr will ich nicht sagen. Die gehen zu jedem und sagen, deswegen, wir nominieren nicht dich, ja. nicht. Aber irgendwie müssen sie doch nominieren. Also irgendwo gelügen die. Ja. Und deswegen wollt ihr einfach mit den Mädels nichts zu tun haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Die lügen viel zu viel. Umso wichtiger ist es, den Überblick nicht zu verlieren. Ich schreibe mir das jetzt auf. Unsere Stimme ist ausschlaggebend. Wer ist das? Das sind wir. Achso, wir. Ja. Weil die eins, weil die abgeschweift sind. Und dann heißt das, wir wissen nicht, wer gegen die spielt, ne? Ja. Ich habe denen noch mal ein bisschen den Kopf umgedreht und gesagt, dass wir eventuell Cedric und Gina nominieren werden, auch wenn es nicht so ist, dass sie dann umstrukturieren mit deren Planung. Oh nein, ihr habt das Ganze kaputt gemacht, alles. Fabio und Malisa kriegen genug Stimmen. Nein, nein, doch. Das nein. Ist jetzt ausschlaggebend. Glaub es mir wirklich zu 100%. Ja. Dann ist das halt so, ne? Aber du brauchst nicht mehr ankommen. Mm-mm. Falsches Stück.